Moin, Black Metal Endurance Punk Folge 94. Ja, heute. Ja, was haben wir heute? Ich wollte heute einfach mal so ein bisschen die letzten fast 2 Jahre Revue passieren lassen. Also, ich habe jetzt mal geguckt, vor fast einem, na, vor fast 2 Jahren habe ich mit dem ganzen Kladderadatsch hier auf YouTube angefangen. Und jetzt sind wir bei fast 100 Folgen und 2 Jahren Black Metal Endurance Punk. Ja, was soll ich sagen? Also ich hätte, als ich damit angefangen habe, nicht gedacht, dass das so eine Kiste gibt. Ne? Also fast 2 Jahre lang, fast immer wöchentlich, bisschen was Spitze verzell hier aus dem Kabüffchen oder auch mal von woanders mit dem Flachkörper schon da halb in der Höhle gehockt und mit dem Ernie Unflachkörper und einem Hoshi irgendwo an der Wolkenburg rumhantiert, gemacht und getan und ständig Bewegung drin, ne? Dynamischer Prozess, wie man so schön sagt. Ja, und ich finde das total klasse, ne? Also das ist ja echter Wahnsinn, was hier so abgeht. Ne? Ich meine, klar, das hat jetzt keine Dimension wie jetzt beim Ernie oder so. Will ich auch gar nicht. Ne? Das wächst ja so langsam. Ne? Mal hier kommen welche neue dazu, die das cool finden, die mich anschreiben und sagen so, oh, total geil, die Kombination mit der Sportelei, Schwerpunkt Laufen und Radfahren. Und dann den Punk-Metal-Sound, genau mein Ding, sowas habe ich immer gesucht. Sowas finde ich halt auch geil, ne? Also sich da jetzt nicht irgendwie auf eine Schiene festzulegen, einfach mal der Nase nach machen und tun und halt so den Zuspruch, den ich meistens auch bekomme, auch von vielen Leuten. Letztens kam da wieder einer auf ein Konzert und meinte, ey, voll geil, du warst quasi mitverantwortlich dafür, dass ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin. Das ist doch geil. Jeder wie er will. Ne? Also kam auch schon an, Leute, ja, mit der Musik total geil, mit dem Sport, das interessiert mich nicht die Bohne. Auch gut, ne? Muss ja auch nicht. Wäre ja auch totaler Kappes, wenn man immer nur den Daumen hoch kriegt. Ne? Also ein bisschen Gegenwind hat man immer. Ne? Das gehört ja ein Stück weit dazu, sich da auch durchzukämpfen durch den Gegenwind. Aber ja, aber alles in allem muss ich sagen, absoluter Wahnsinn. Super Feedback. Leute, die mich anschreiben, Fragen machen und tun. Ich versuche natürlich auch immer, soweit es in meinem möglichen Bereich liegt, auch immer soweit alles zu beantworten. Hier und da bleibt bestimmt mal was liegen. Gerade halt, also da muss ich sagen, ist Instagram so ein bisschen als Kommunikationsplattform nicht so wirklich geeignet, weil auch gerade bei den Nachrichten, ne, also je nachdem, was man davon Boost hat und Postings und Stories, rutscht das ein oder andere auch mal ziemlich weit hinten, weil da möchte ich auch noch direkt zu einer Sache kommen, weil ich weiß nicht mehr wer und ich weiß auch nicht mehr wann das war, als wir nämlich jetzt den Orbit NRW, den alten ersten einzigen 360 Orbit gefahren sind. Da ist den nämlich auch einer, 1 oder 2 Wochen vor uns gefahren, als Zweitagestour. Genau dich brauche ich, weil ich ganz gern gewusst hätte, wo ihr euer Nachtlager aufgeschlagen habt. Weil ich hatte ja schon mal die Tage gepostet. Vielleicht gibt es jetzt die Veranstaltung schon. Ich habe sie zwischenzeitlich vielleicht schon erstellt auf Facebook. Weiß es noch nicht, muss gucken, wie ich es schaffe. Wieder viel drumherum. Dieses Mai-Wochenende, was war das? 13., 14., 5. Black Metal Endurance Punk Overnighter Part 2. Ne? Also alle, die Bock haben, ich packe den Link auch nochmal rein zu der Veranstaltung, wenn ich sie schon erstellt habe, sonst mache ich sie später. 13., 14., 5. 2023, zweiter Black Metal Endurance Punk Overnighter und wir werden quasi auf der Route des ersten NRW Orbit unterwegs sein. 260 Kilometer, 2800 Höhenmeter und Kilometer, so wie es in der Story gepostet hatte, verteilt auf 2 Tage.
Wo genau das Nachtlager abgehalten wird, werden wir dann mal gucken. Steht noch nicht fest. Werde auf jeden Fall jetzt die Veranstaltung schon mal erstellen, dass jeder sich das Date safen kann, quasi. Und so die ganzen Randbedingungen, die zogen wir dann später fest. Ne? Also Treffpunkt ist ganz klar natürlich am Rheinenergiestadion in Kölle. Vielleicht kriegt der Hennes auch ein paar Meter mit. Wer weiß, scheißt uns schön Weg voll, oder? Und ja, dann machen wir da. Zweiter Teil Black Metal, Insurance Punk, Overnighter, Bikepacking, Gravel Grinding. Ich habe da voll Bock drauf. Ich bin gespannt, wie viel dieses Jahr dabei sind. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, in Summe immer 9 in der Gruppe. War sehr homogen, hat richtig Spaß gemacht, war auch kernig. Also dem Lothar Linse hätten wir ganz gerne mal in den Arsch getreten hier und da. Also das kann ich euch verraten für die Leute, die letztes Jahr mit dabei waren, oder ist ja noch diese beim ersten Mal mit dabei waren. Die Strecke hier ist technisch jetzt nicht ganz so anspruchsvoll wie der erste Overnighter. Von daher traut euch. Seid dabei, habt Spaß und eine gute Zeit. Ich denke, das wird wieder ein klasse Event. Ja, was wollte ich sonst noch wieder rückblickend? Ja, es gab so einige Dinge, wenn wir gerade beim Sportlichen bleiben. Eigentlich hatte ich ja im Flachkörper vor, im September so eine Laufgeschichte zu veranstalten. Das haben wir so gar nicht hinbekommen. Also das ging A, terminlich absolut nicht. Da hat sich das eine mit dem anderen überworfen. Ich laboriere nach wie vor noch an meinem scheiß Meniskusknie rum. Da ist an längere Läufe überhaupt nicht zu denken. Also ich hatte mir das ja auch so ein Stück weit anders vorgestellt. Aber da macht man nichts. Also ich denke, ich werde da jetzt auf kurz oder lang auch nochmal einen Orthopäden konsultieren, dass wir da nochmal ein bisschen Fleisch dran kriegen an die Sache. Weil was mich am meisten ärgert, neben der Lauferei, ist, dass das Rollbrettfahren halt auch so gar nicht klappt mit dem Knie, geschweige denn irgendwie was anderes in der Richtung. Ne? Also geht halt nicht. Echt schade drum, weil so das hat sich eigentlich so schön eingebürgert. Sonntags Ü40 Session im Skatepark mit den Jungs wieder so ein bisschen rumrollen, mega Bock gemacht und ja, was will ich da, wenn das Knie nicht funzt? Das ist ja Triss. Ne? Also da müssen wir mal gucken. Und das muss jetzt irgendwie laufen. Ja, was haben wir sonst noch rückblickend? Fast 2 Jahre Black Metal Endurance Punk. Also A, finde ich voll geil, was sich mittlerweile so da für ein Netzwerk ergeben hat, so mit diversen Bands, mit denen ich häufiger in Kontakt bin. Und auf Konzerten trifft man Leute, die einen anquatschen, mit denen man ins Gespräch kommt, über die verschiedensten Dinge. Finde ich total geil. Und ja, die Nummer mit dem Ernie, ne, das ist ja der absolute Hammer, ne? Durch diesen Zufall mit dem Shirt schön mit dem Ernie in Kontakt gekommen, weil der war ja auch mit einer der Impulsgeber, das überhaupt zu tun, ne? Also das war ja A, dieses Ding, dieser sportliche Input, wo ich sagte, ja, so viele Leute, die über Sport auf YouTube quasseln, aber keine Message rüberbringen in dem Sinne. Sachlich alles korrekt, aber da ist kein Vibe mit im Spiel. Ne? Und da habe ich gesagt, oh, nee, das kann man auch bestimmt auch anders machen. Das war der eine Punkt. Und aus der Musikecke, ich gucke auch nicht viel Musik-YouTuber, ist de facto so, habe ich ja keine Zeit für, ne? Ganzes Spiel. Und aber den Ernie, muss ich sagen, da bin ich eigentlich immer mit dabei. Ne? Also, weil diese ganze Art und Weise, wie der da drüber bringt, finde ich einfach total klasse. Und ich bin auch in permanentem Kontakt mit Ernie und wir werden da jetzt auch in 2023 sicher wieder die ein oder andere Sache zusammen machen. Ne? Synergieeffekte nutzen, kann man quasi sagen. Also, das macht Spaß, habe ich jetzt auch schon wieder richtig Bock drauf. Und ich hatte ja auch mal beim letzten Mal angesagt, so wär noch mal so eine Challenge zum Ernie hochzufahren. Ne? Da hätte ich auch nach wie vor Bock drauf. Würde ich auch in der Tat machen. Das wäre noch mal wieder so eine schöne Fixie-Tour, glaube ich. Entweder Gravel oder Fixie. Muss man mal gucken. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, den Ernie und seine ganze Rasselbande oben mal zu besuchen.
Das wäre so ein das Ding. Und ja, ich bin wie gesagt saufroh, jetzt den zweiten Black Metal Endurance Punk Overnighter jetzt auch so langsam in Angriff nehmen zu können. Dann, um beim Rad zu bleiben, kommt dann ja auch noch die Halunken-Tour wieder dazu, ne? Wo ich jetzt mit Chris eine 4-Tages-Etappentour draus machen will, weil letztes Jahr mal gesagt, hier Rambazamba, einmal straight runter. Ging ganz gut bis Memmingen, wisst ihr ja all. Und diesmal wollen wir quasi so, die Haupteckpunkte sind quasi jetzt hier an der Eifel, Vogesen, Straßburg, dann Bodensee, Konstanz, hinten rüber, Bregenz, Riedbergpass hochschrauben und dann runter nach Oberstdorf fallen lassen. Das ist der Plan und das Ganze irgendwie in 4 Tagen. Grobplanung der Strecke sagt irgendwas um die 600 Kilometer rum, 650 Kilometer, glaube ich, und 7500 Höhenmeter. Datum werde ich auch mal reinschreiben, weil auch da gilt natürlich wieder, wenn da irgendwer Bock hat, wir werden sicher auch wieder tracken, das Ding. Wenn irgendwer Bock hat, ein paar Kilometer mitzufahren, tackert uns an und da kriegen wir schon hin. Mega Bock drauf. Ja, fast 2 Jahre Black Metal, Endurance Punk, irre. Ja, dann kam der mit dem Merch. Und das ist auch immer der Wahnsinn. Ne? Es hat immer wieder so Pre-Order-Slots und echt Wahnsinn, was da so geordert wird. Irre, finde ich total super. Gern weiter so. Den nächsten Pre-Order-Slot, weil ich hatte jetzt, wie gesagt, noch ein paar. Ich habe jetzt, glaube ich, noch ein einziges Shirt habe ich hier. Und da müssen wir dann gucken. Ne? Also ich hatte jetzt vor, eventuell so Anfang Mitte Januar, wenn sich die Wogen wieder so ein bisschen geglättet haben mit Weihnachten, Silvester und dem ganzen Kram, nochmal wieder einen Pre-Order-Slot laufen zu lassen. Und gucken wir mal, machen wir nochmal ein, ne? Ein paar Shirts und so, Hoodies, bleibt dann noch was länger kalt. Hoodies und Beanies kann man dann sicher auch wieder gebrauchen. Macht mega Bock. Was haben wir noch? Gäste. Ja, Gäste. Immerwege Gäste. Weil Immerwege, also ja, mit ein paar Leuten habe ich bis dato immer noch nicht geschafft. Hat einen Ultra Ralf, ne? Den muss ich auch nochmal wieder anquatschen, was da los ist. Wir hatten einmal fast einen Termin, aber es ging dann auch wieder in die Binsen. Hat nicht geklappt, aber ich denke, das wird wieder klappen. Aber da würde mich auch mal eure Meinung zu interessieren. Also ich finde ja, das lockert so die ganze Geschichte immer so ein Stück weit auf. Ne? Das ist dann immer nicht hier Zwiebels Monologstunde, sondern so ein Zwiegespräch. Das ist da auch immer was Feines. Ne? Also auch mit der Valeska fand ich super und mit dem Flachkörper. Da bin ich auch mal gespannt. Das wird er ja jetzt, wenn das nächste, die nächste Billing der nächste Billing-Schub vom Roadburn kommt, da kommt er auch nochmal wieder hier ein Kabüffchen. Dann machen wir so ein bisschen der Vorfreude zum Roadburn 23. Lass mal da freien Lauf und quatsch mal daher. Bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich. Und ja, und ansonsten habe ich jetzt konkret gar nichts schwerwiegend anderes geplant. Ja, so ein paar Dinge weiß ich, da warten sicher noch viele drauf. Das ist die Skate-Szene Bonn von Mitte, Ende 80er bis Ende, oder Mitte 80er bis Ende 90er. Das steht noch so ein Stück weit auf dem Plan. Da muss ich endlich mal ran. Habe ich aber bisher noch keinen Zopf dran gekriegt an die Sache. Ein bisschen Bildmaterial habe ich, aber ist auch noch nicht wirklich zufriedenstellend. Also da muss ich wirklich nochmal ans Eingemachte gehen. Das wird nochmal Zeit in Anspruch nehmen. Muss ich gucken. Da will ich jetzt keine festen Versprechungen machen. Da wird kommt, ist auf jeden Fall safe. Nur wann, kann ich aktuell noch gar nicht sagen. Ja, dann hatte ich ja mal ganz zu Anfangs ins Spiel gebracht, dieses Konzertkarten-Roulette. Ne? Also Konzertkarte aus dem Köcher ziehen und dann gucken, was da so los war und irgendwie mal ein paar Erinnerungen Revue passieren lassen. Habe ich auch noch gar nicht gemacht. Und ich war mehrere Male kurz davor und dann habe ich mir halt immer so ein paar Tickets einfach mal rausgesucht und habe mich versucht, an so ein paar Anekdötchen dieses Gigs zu erinnern. Also bei manchen fallen mir sofort ad hoc 5 geile Sachen ein, aber dann gibt es auch wiederum andere, wo ich dann so wie da auf dem Konzert warst, ne? Kannst dich gar nicht mehr erinnern.
Das wäre bei so einem Roulette ja fatal, ne? Wenn du so ein Ticket ziehst und hast du wie auf dem Konzert, was? Ich meine, klar, man, durch diese Spinnereien, wenn es dann auch nicht spezifisch auf den Gig gemünzt ist, irgendwas zu dieser Band fällt einem dann natürlich bestimmt ein, also gerade mir sowieso. Aber ja, bin ich noch nicht zugekommen. Ich gelobe Besserung und versuche da jetzt im Year 3 of the Black Metal Endurance Punk vielleicht doch mal das Ding auf die Kette zu kriegen. Müssen wir mal schauen. Und was mich auch noch so ein bisschen, da bin ich halt ständig hin und her gerissen. Ne? Also ich bin ja nach wie vor immer noch so Lo-Fi-mäßig unterwegs mit dem iPhone als Kamera und ich habe kein ordentliches Mikrofon, geschweige denn von dem Rechner. Das ist so eine uralte Kiste, die ich hier stehen habe. Also der ganze Stuff müsste mal neu. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass dieser ganze Stuff auch Geld kostet. Das will investiert werden. Und da, weil ich weiß, der Ernie praktiziert das, viele andere auch, die machen halt Patreon, die sammeln Spenden über PayPal und da bin ich aber ständig hin und her gerissen, ob ich diesen Schritt gehen kann, gehen sollte. Da stehe ich so ein bisschen allein auf weiter Flur. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das finden? Das wäre vielleicht so mal eine Frage an mein Publikum. Was würdet ihr davon halten, wenn ich jetzt hier so ein Patreon-Banner reinpacken würde? Man obliegt ja jedem nur selber, ob er jetzt sich daran beteiligt oder nicht. Aber ist das Sellout? Ist das Scheiße? Ist das Abkassiererei? Fadenscheinig? Da kann ich mir gerade so überhaupt noch gar keine Meinung zu bilden. Ne? Von daher wäre ich da echt total erfreut von meinen Zuschauern, die sich die wöchentlich diesen ganzen Kack geben, mal so einen Input zu erhalten und sagen so, ja, mach da doch, ich würde mitgehen. Oder da so, hast du sie noch alle? Sieh zu, dass du dir deine Kohle zusammensparst und das Equipment kaufen kannst. Oder nimm Kredit auf oder weiß der Teufel was. Das würde mich einfach mal interessieren, weil da habe ich überhaupt kein Feingefühl für und ich bin auch so ehrlich und frage euch. Also bitte gebt mir einen Tipp, gebt mir eine Antwort, wie man sich da in so einer Situation verhält. Würde mich echt nochmal interessieren, ne? Weil mit dem Equipment, also hier und da merkt man das schon, gerade wenn man unterwegs ist. Also die Valeska-Folge im Bla, das war schon totaler Kappes, ne? Also A, bildtechnisch mit dem Gegenlicht war total scheiße. Dann die ganzen Nebengeräusche, weil das Fenster auf war. Wir hatten ja Sommer, war heiß wie Hulle. Das war schon driss, muss man sagen. Ne? Und wenn ich dann so die anderen immer sehe, high equipped mit dem ganzen Zeug und so, und dann, wenn man dann guckt, was das Zeug kostet, denkt man, oh, so leck am Arsch, also Täter. Weil die drei Mädels fressen mir schon die Haare vom Kopf. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes, viel ist da ja nimmer hier oben. Also, ja, wie das so ist. Also, würde mich interessieren. Tackert mal eure Meinung dazu rein. Und generell würde mich das mal interessieren. Ne? Also, was findet ihr gut? Was ist weniger gut? Radfahren oder der Content, Radfahren, der gebracht wird, ist der okay? Ist der total öde? Skippt ihr da durch? Laufen und der gut Laufen war dies Jahr natürlich auch wieder ein bisschen hinten angestellt. Aber generell würde mich dann interessieren: Gäste, Sport, Gäste, Musikgäste. Worum soll ich mich bemühen? Würde mich auch mal interessieren. Tackert einfach mal rein, was ihr so ein Resümee zieht aus knapp 2 Jahren Black Metal Endurance Punk hier auf YouTube. Würde mich sehr freuen. Und ja, was soll ich da länger um den heißen Brei rumreden? Wir haben wieder 20 Minuten weggequasselt. Und würde mich freuen, wenn ihr mal was dazu unten reintackert, wie es so weitergehen soll. Also, dass es weitergeht, steht vollkommen außer Frage. Nur wie, in welchem Rahmen, muss man einfach mal gucken. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und dann macht der Tube. Bis dann.